Tja, also Ergebnis, keine Neuwahl. Thomas Kutschka. Ja, es gibt eben zwei Wege, wie man nach dem Gesetz, was von 2011 ist, zu Neuwahlen kommt. Den einen Weg hat Johnson jetzt ausprobiert. Die Regierung bittet das Parlament um Zustimmung für eine vorgezogene Wahl. Dafür sind zwei Drittel der Mitglieder des Unterhauses notwendig. Das hat er nicht geschafft. Das wären ja mehr als 400. Und er hat jetzt 298. Also ja, er kann sich freuen, er hat jetzt zum ersten Mal eine Abstimmung gewonnen. Aber nein, das Quorum reicht bei Weitem nicht. Woran liegt das? Es gab nur 56 Gegenstimmen. Die Labour-Partei hatte die Devise ausgegeben, wir enthalten uns bei der Wahl. Da kommt jetzt natürlich auch schon Taktik mit ins Spiel. Wir haben ja gehört, Johnson wirft ihnen vor, sie sind feige, sie trauen sich nicht vor den Wähler zu treten. Deswegen haben sie jetzt nicht mit Nein gestimmt, haben sich enthalten, damit kundgetan, dass sie sich im Grunde sozusagen die Entscheidung offen halten, zu einem anderen Zeitpunkt für eine vorgezogene Wahl zu stimmen, dass sie nicht grundsätzlich dagegen sind, aber sie zählen eben nicht mit. Und noch ganz interessant, den anderen Weg, den es gibt, der sieht so aus, dass die Opposition einen Misstrauensantrag stellt. Das hat eben einer der Abgeordneten unter großem Gelächter vorgeschlagen. Er hat gesagt, gibt es denn eigentlich irgendeine Chance, war ein Konservativer, dass wir jetzt hier einen Misstrauensantrag stellen. Sieht das Verfahren so aus, es vergehen zwei Wochen Zeit, wenn das Misstrauen ausgesprochen wird, dem Regierungschef, dann bleiben zwei Wochen, um eine neue Regierung zu bilden. Und innerhalb dieser zwei Wochen muss ein neuer Premierminister die Unterstützung oder ein neuer Kandidat die Unterstützung im Parlament durch ein Vertrauensvotum finden. Dann würde er von der Königin ernannt werden und wir hätten eine neue Regierung. Also im Ergebnis das, was wir in Deutschland als konstruktives Misstrauensvotum kennen. Und wenn das nicht geschieht, dann besteht die Möglichkeit, einen neuen Wahltermin auszurufen. Das ist dann das Recht des Premierministers. Und dann muss das Parlament 25 Werktage vorher auflösen. Diese Möglichkeit wäre für Johnson attraktiv, denn sie würde eben den Prozess in Gang bringen. Wenn es keine Einigung gibt, und danach sieht es im Moment nicht aus, die anderen Oppositionsparteien wollen Jeremy Corbyn nicht zum Premierminister machen, dann hätte er nach zwei Wochen die Chance, Neuwahlen anzusetzen. Aber im Moment verweigert ihm die Opposition diese Möglichkeit. Und deswegen bleibt er auch heute Abend in diesem Votum ein Gefangener des Parlaments. Also noch einmal bleibt festzuhalten, er hat bisher jede Abstimmung im Parlament verloren. Im Ergebnis ja. Wie geht es jetzt weiter? Heute? Morgen? Morgen ist der Tag im House of Lords. Das tagt auch heute schon. Aber morgen soll der ganze Tag freigehalten werden. Und dann soll auch das House of Lords alle drei Lesungen abhalten, so wie heute das Unterhaus. Ja, es gibt sehr viele Änderungsanträge, ein Versuch, die Zeit dort hinauszuzögern. Es gibt aber auch den Gegenversuch der Unterstützer von Labour, die Debatte zeitlich zu begrenzen. Wir werden morgen sehen, wie diese Abstimmungen laufen. Und ob es gelingt, am morgigen Tag das Gesetz endgültig auch im Oberhaus zu beschließen. Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, dass am Freitag oder sogar noch am Samstag und Sonntag das House of Lords zusammenkommt. Denn, das wissen wir ja inzwischen, das ist jetzt ein Rennen gegen die Uhr. Ab nächsten Montag kann das Parlament vertagt werden, spätestens am Donnerstag. Und dann passiert bis Mitte Oktober nichts. Ja, dann sind fünf Wochen Zeit und dann hätte sich Boris Johnson, das kann man glaube ich sagen, ein Eigentor geschossen. Denn warum hat er denn die fünf Wochen Zeit verlangt? Er hat gesagt, die Queen soll ihre Speech halten, in der sie das Programm der neuen Regierung vorstellt. Also er möchte jetzt sein Regierungsprogramm verkünden und er möchte einen Aufbruch hinbekommen. Aber von Aufbruch kann ja keine Rede sein. Das, was er dann tun muss, wenn das Parlament wieder zurückkommt, ist, dass er zum Europäischen Rat fährt. Der kommt am 17. Oktober zusammen. Und dann muss er dort vor die Staats- und Regierungschefs treten und sagen, ich, Boris Johnson, der
das auf keinen Fall tun wollte und seinen Wählern versprochen hat, niemals um einen Aufschub zu bitten, bitte um Aufschub. Und das Parlament war so freundlich, im Anhang zu dem Gesetz, was heute Abend beschlossen ist, steht sogar schon der Brief, den der Premierminister zu schreiben hat, um eine Verlängerung zu bitten. Und er ist dann wirklich nur noch der Exekutor des Parlamentswillens. Aber nun ist Boris Johnson nicht der Typ, der geschriebene Briefe einfach weiterreicht. Ja, das könnte man befürchten. Er hat aber diese Woche, er ist mehrmals danach gefragt worden, wird sich die Regierung an dieses Gesetz halten? Sie hatte das vorher im Wagen gelassen und er hat klar gesagt, ja, wir werden uns an das Gesetz halten. Und er hat dann gesagt, aber ich werde trotzdem nicht derjenige sein, der diesen Antrag einreicht. Das hat dann zu Spekulationen geführt, ja, wird er dann zurücktreten? Also eher lieber zurücktreten, als nach Brüssel fahren und um Aufschub bitten. Das wurde heute im Laufe des Tages aber aus der konservativen Partei auch dementiert. Und da hieß es, das sei nicht der Plan des Premierministers. Also scheint es doch vorstellbar zu sein, dass er sich fügt. Und das wäre für ihn wirklich die Widerlegung all dessen, was er versprochen hat, und für die Opposition ein Triumph. Denn sie hätte gezeigt, dass es möglich ist, auch diesen Premierminister Fesseln anzulegen. Aber auch aus diesen Fesseln wird er natürlich versuchen, sich mit Finten und Tricks und vielleicht sogar Lügen irgendwie zu befreien. Er scheint da ja, sagen wir es mal so, schlicht keine Skrupel zu haben. Ja, keine Skrupel, aber man kann doch im Moment Zweifel haben, dass seine Strategie wirklich aufgeht. War das jetzt so klug, diesen ungeheuren Druck zu erzeugen durch die Vertagung von 5 Wochen? Er hätte ja auch 3 Wochen, hätte keiner was gesagt. Alle Parteien haben ihre Herbstkonferenzen, ihre Parteitage. Warum mussten es diese 5 Wochen sein? Ja, es war klar, er wollte den Abgeordneten Zeit rauben. Und das Ergebnis war, er hat einen Gärungsprozess, den es seit langem gab, den hat er sozusagen mit massiver Wärmezufuhr beschleunigt. Und das Ergebnis ist, seine Fraktion ist auseinandergeflogen, vielleicht in einer Weise, die seine Partei auch bei einer Neuwahl nicht überleben würde.